Hallo liebe Hungrige, cremiger, bissfester Risotto, frischer grüner Spargel und Champignons, was für eine leckere Kombination. Und genau diese bereiten wir heute zu und brauchen dafür, außer den bereits erwähnten Champignons und dem grünen Spargel, Gemüsebrühe und Butter, wir brauchen Parmesan und eine unbehandelte Zitrone, natürlich Risotto, Olivenöl, Salz und Pfeffer, etwas trockenen Weißwein und eine Schalotte. Zuerst erledigen wir ein paar Vorbereitungsarbeiten. Wir schälen den grünen Spargel, allerdings nur das untere Drittel, zweckmäßigerweise mit Spar- oder Spargelschäler. Anschließend schneiden wir das untere, meist holzige Stück ab, so ca. 1 cm. Und dann zerschneiden wir die Stangen, nämlich die Köpfe ab und dann so in ca. 3 bis 4 cm lange Stücke. Die Schalotte wird geschält und fein gewürfelt. Und von der Zitrone pressen wir etwas Saft aus und brauchen außerdem noch etwas von der Schale und dafür entweder eine kleine Reibe oder einen Zestenreißer benutzen. Nun müssen wir noch die Champignons putzen, ein Stück Küchenpapier reicht ja dafür aus und anschließend entweder vierteln oder in dicke Scheiben schneiden. Nun geben wir Öl in eine große Pfanne, alternativ in einen breiten Topf, erhitzen es, geben dann die geschnittene Schalotte mit hinein und schwitzen diese im heißen Öl an, so für 1-2 Minuten, immer mal umrühren dabei. Dann geben wir den Reis mit dazu, ebenso den grünen Spargel, nur die Köpfe noch nicht. Beides kurz mit anschwitzen, auch mal umrühren dabei und dann mit dem Weißwein ablöschen. Außerdem gießen wir noch von der Brühe mit dazu, und zwar so viel, dass der Reis gerade bedeckt ist. Alles mal umrühren und dann köcheln lassen. Und zwar so lange, bis der Reis die Brühe fast aufgenommen hat. Und in diesem Prozedere verfahren wir dann weiter, das insgesamt so 15 bis 20 Minuten dauert. Bei mir waren es 18. Also nach und nach die Brühe zugießen, einkochen lassen. Und nach ca. 10 Minuten, also ungefähr der Hälfte der Kochzeit, dann auch die Spargelköpfe mit dazugeben. Alles wieder durchrühren, mit etwas Brühe ergänzen und weiter köcheln lassen. Parallel dazu kümmern wir uns um die Champignons, geben dafür Butter in eine Pfanne und erhitzen sie, geben dann die geschnittenen Champignons mit hinein und braten diese bei mittlerer bis hoher Temperatur für 5 bis 7 Minuten an, immer mal umrühren dabei. Bei den Champignons haben wir übrigens die freie Wahl, ob wir sie am Ende mit in den Risotto einrühren oder lieber als Beilage dazugeben, das entscheidet ihr selbst. Sind die Champignons dann fast fertig gebraten, würzen wir sie und zwar mit Salz, ebenso mit Pfeffer. Alles nochmal umrühren und dann die Pilze vom Herd nehmen und warm stellen. Zurück zum Risotto. Nachdem wir die ganze Brühe dazugegeben haben, schütten wir nun noch den Parmesan dazu, geben das verbliebene Stück Butter mit hinein, rühren kurz mal durch und schmecken nun noch ab mit einem Schluck vom Zitronensaft, mit etwas Salz und dieses lieber vorsichtig dosieren. Die Brühe bringt ja schon reichlich Würze mit. Etwas Pfeffer noch dazugeben, nochmals umrühren. Und hier könnt ihr auch die cremige Konsistenz des Risottos erkennen. Und dann vom Herd nehmen. Wir tun auf. Ich habe mich also für die Variante entschieden, Champignons als Beilage. Wie gesagt, sie könnten auch unter den Risotto gehoben werden. Zum Garnieren und für die geschmackliche Abrundung geben wir auf den Risotto von den Zitronenzesten. Und nun können wir dieses leckere Gericht genießen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber Spargel-Knusperrollen essen möchtet oder mal sehen wollt, wie Reis ganz natürlich eingefärbt werden kann, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.